dance, one move, one dance, one shot, shot, shot. Brace yourself for the best. Geola Asere, Geola Miente, was geht ab meine Besten? Euer Boy Elmer Cubanito ist mal wieder back am Start und ja, Miente, ihr könnt es sehen in einer mega, mega nice Location. Ihr könnt es den Titel lesen, heute nicht alleine. Nein, ich bin hier mit German Kubashian. Er hat mir vor kurzem auf Instagram geschrieben und meinte zu mir, Kuba, ich habe eine mega, mega interessante Story, die ich gerne mit dir teilen würde. Wie gesagt, mein Name ist German Kubashian, schon 20 Jahre alt. Ich bin derzeit U21-Nationalspieler für Armenien und ja, ich habe angefangen bei VfL Neuwied in meiner Stadt, wo ich herkomme. Ja, und dann haben wir viel mit den Jungs im Catch-Soccer gezockt, wo ich 10 Jahre alt war, ein Probetraining beim 1. FC Köln gehabt und das hat leider nicht geklappt und für mich dann damals mit 10 schon eine Welt zusammengebrochen. Ich bin nach Hause, habe angefangen zu heulen, ich kann mich noch an die Autofahrt erinnern und dann kommst du nach Hause. Und du bist von deinen Jungs, mit denen du kickst, und wirst du ausgelacht, dass du es da nicht geschafft hast. So. Ich habe auch mit vielen Älteren immer gezockt und ja, die haben schon damals immer gelacht gehabt, so ja, er hat es nicht geschafft mit 10 Jahren. Ich möchte weiterkommen und TuS Koblenz war damals ein Nachwuchsleistungszentrum, also habe ich meine Tasche gepackt. Habe ich gesagt, komm, wir fahren mal nach Koblenz, mein Vater sofort mit mir mit. Und ich hatte schon alles angehabt, also Stutzen, kurze Hose, Tasche in der Hand, so in der Hand und bin auf dem Platz. Ich habe zum Trainer gesagt, hey, ich will mit euch mittrainieren. Der sagt, wer bist du eigentlich? Wie alt warst du da? Da war ich 12 Jahre alt. 12 Jahre alt. 12 Jahre alt und der sagt, wer bist du, was machst du? Ich sage, hey, ich bin German, ich komme aus Neuwied, ich will dir zeigen, was ich hier drauf habe. Dann hat er erst gesagt, nein, das funktioniert nicht und alles. Dann habe ich gesagt, ey, bitte, eine Chance, gib mir die Chance. Ja, dann hat er auch gemeint, so ja, wir schicken ihn eh gleich wieder weg. Dann sage ich dir so, habe ich das Training komplett rasiert. Und so bin ich nach Koblenz gewechselt, zu TuS Koblenz. Und habe dann da 2,5 Jahre gespielt. Und dann hatten wir ein Testspiel gegen den 1. FC Köln gehabt. Und in dem Spiel habe ich überragend gespielt. Und nach dem Spiel habe ich einen Anruf von denen bekommen und dann habe ich meinen Wechsel zum 1. FC Köln gemacht. Mit 15 Jahren. Und dort habe ich dann 2 Jahre gespielt. In der U16 und in der U17 Bundesliga. Ja, war eine erfolgreiche Zeit auch für mich. Hast du dann da auch gewohnt? Also warst du in so einem Wohnheim oder? Nee, das war nicht so. Ich habe noch in Neuwied gewohnt. Okay. Das heißt, ich wurde nach der Schule wurde ich sofort abgeholt mit einem Fahrdienst und bin nach Köln gefahren. Und das ganze krass. 2 Jahre lang. Das heißt, ich war von 6 Uhr morgens, ging mein Wecker los, musste zur Schule und dann habe ich in dem Fahrdienst habe ich mein Mittagessen gemacht. Ich hatte meine Decke in dem Auto. Ich habe da gepennt bis zum Training und versucht irgendwie noch Hausaufgaben oder sonst was zu machen. Aber sind wir ehrlich, habe ich nicht gemacht. Okay. So, hab mich da nur auf den Fußball konzentriert und das kenne ich von irgendwoher. Ja, hab dann keinen Bock auch auf Schule gehabt und ja, bin meinem Ziel einfach nachgegangen und das habe ich ganze 2 Jahre lang gemacht und ich war am Ende immer 10, 11 Uhr zu Hause und das ging jeden Tag. Und war es nicht schwer für dich, die Freunden halt nicht mehr so oft zu sehen oder da zu lassen? Natürlich ist das schwer, aber ich glaube, wir müssen alle Opfer bringen, um immer weiterzukommen und ich finde, es hat sich für mich gelohnt. Nicht jeder durfte beim 1. FC Köln spielen. Mhm. Und ja, wirklich schwer war es für mich nicht. Natürlich, okay, die gehen mal weg. Die in der Zeit 15, 16, wo es mit Mädchen und so ein bisschen anfängt und so, da bist du gar nicht, bist du in einem ganz anderen Film, bist du da. Danach bin ich nach Greuther Fürth gewechselt. Ja. Das war auch ein großer Schritt für mich. Ich war 16 Jahre alt. Das war ich 16,5 ungefähr und da war ich auch im Überlegen, 400, 500 Kilometer weit weg zu Hause, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Ich habe den Schritt gemacht, bin dorthin hingewechselt, war dann im Internat, ja. Bin da angekommen und dann ging halt das erste Jahr U19 los. Ja, dann, wie das so ist im Leben, kommt alles auf einmal, aber es war so, ich habe
bei den Profis auch, habe ich eine Trainingseinheit mit dabei gehabt. Das war so ein Trainingstestspiel. Ja. Das waren die Spieler, die sich das verdient hatten, dort mitzutrainieren. Und ich hatte ein Gewissen gehabt, ich bin nächstes Jahr mit dabei und alles. Und ich weiß nicht, dann verletzte ich mich plötzlich, also habe eine starke Knieverletzung bekommen. Und dann kriegst du vom Verein mit, ja, ich wird nicht mehr, nächste Saison auf dich wird nicht mehr gesetzt. Du bist ja auch armenischer U-Nationalmannschaftsspieler. Ja. Ja. Ab welcher U-Mannschaft wurdest du von der Nationalmannschaft sozusagen gescoutet? Wann ging das los? Und die haben ja, glaube ich, ziemlich gut auf dich geschaut, also soweit ich weiß. Ja, genau. Ich war 16 Jahre alt, also ab der U17 ging es los. Und okay. Ja, da habe ich auch meine ersten Länderspiele gemacht. EM, ne? Genau, U17 EM-Quali. Da haben wir gegen Polen, Israel und Island gespielt. Und Armenien, U17, die sind noch nie in die, die sind noch nie eine Runde weitergekommen. Mhm. Und ich habe damals die 2 Tore dafür gemacht, dass sie weitergekommen sind. Okay, krass. Ja, und seitdem, ich wurde bei jedem Lehrgang für Armenien wurde ich immer eingeladen. Mhm. Ich war bei jedem Lehrgang dabei. Ja, dann war das bei Fürth so, ich habe mich verletzt und wie gesagt, keiner hat mir eine richtige Diagnose gegeben, ich wurde nicht mehr richtig behandelt, ich wurde einfach liegen gelassen. Ja, okay. Was, die Saison steht noch, es waren 3 Monate vor der U19 Europameisterschaft. Mhm, in dem Jahr war die U19 Europameisterschaft. Aber die Armenier haben auf richtig Ehre gesagt, wir supporten dich weiterhin, oder? Genau, das war dann so und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss eine Lösung finden. Ich bin dann, die Saison ging noch weiter, aber ich bin dann nach Armenien geflogen. Okay. 3 Monate vor der EM bin ich dahin geflogen und habe mich fit machen lassen. Da war es immer noch fraglich, ob ich es schaffe bis zur EM, ob ich da mitmachen kann. Ich habe trotzdem immer noch an mich geglaubt, als ob niemand anderes hat an mich geglaubt in dem Moment, aber ich war derjenige, der an mich geglaubt hat. Ich habe mir meinen eigenen Plan gemacht, wann ich wieder fit werden sollte für die EM. Und so wie es sein sollte, bin ich am ersten Vorbereitungstag bin ich fit geworden. Einen Tag vorher hatte ich immer noch Schmerzen und ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber am nächsten Tag, ich konnte einfach trainieren. Du hast ja, glaube ich, soweit ich weiß, Kubaschian hierher geholt. Wie kam das zustande? Ich wollte ihn vor 2 Jahren schon mal holen, da war ich kurz davor bei einem anderen Verein zu unterschreiben, damals war er noch sehr, sehr jung. Und dann hatten wir im Sommer ein ganz tolles Gespräch, wo ich einfach den Jungen reden lassen habe und wo ich einfach gemerkt habe, dass das ein überragender Charakter ist. Und da ging es mir überhaupt gar nicht darum, wo steht der Junge jetzt, hat er ein halbes Jahr gespielt oder nicht. Sondern ich glaube, wenn die Mentalität immer das Fundament der Leistung ist, dann kriegen wir den hin. Und wir hatten auch jetzt ein bisschen Pech gehabt durch Corona und durch ja, die Sachen, die sich daraus entwickeln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Junge seinen Weg gehen wird, weil er eine Top-Mentalität hat. Dann zu Euro musst du schon noch ein bisschen erzählen, wie war das so? Ich glaube, du hast auch ein Kampagnenvideo gemacht und ja, gegen Frankreich hast du, soweit ich weiß, gespielt. Hast du auch da von Frankreich gegen Spieler gespielt, die man kennt oder also die irgendwie jetzt in der A-Nationalmannschaft irgendwo spielen? Bei Frankreich, das war ein Testspiel oder? Also ich meine in der A-Mannschaft von der Liga. Also das war dann so, ich bin dann zur WM und ich habe Werbemaßnahmen gemacht. Du musst dir vorstellen, mein Vater war damals da und du gehst mit dem durch Jerewan, durch unsere Hauptstadt und siehst deine Werbemaßnahmen. So. Okay, klar. Viele aus meiner Stadt haben mich supportet zu der Zeit, also ja. Viele Leute um mich herum, oh, der spielt EM und viele Berater waren auf dich dann heiß und alle wollten auf einmal was von dir. Leute schon. Wenn man im Hype ist, ist das so, ja. Genau, du warst für 3-4 Wochen warst du in sehr krassen, kurzem Hype und viele Leute wollten was von dir haben. Okay, dann war es so, ich habe für mich habe ich eine sehr gute EM gespielt, aber du bist noch, hast keinen Verein. Ja. Du spielst die Europameisterschaft, aber hast keinen Verein, du bist vereinslos. Weil du beim Verein bin ich weg. Und dafür hat gekickt. Genau, und zu der Zeit habe ich einen Berater gehabt. Und als er das mitbekommen hat, hat er mich auch liegen lassen. Okay, krass. Ich habe mit dem Berater, über 2 Jahre lang habe ich gearbeitet. Man hat ein krasses Verhältnis gehabt und als er mitbekommen hat, ja, die setzen nicht mehr nächste Saison auf dich. Ein Anruf, ja, alles klar, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. So, er lässt dich auch liegen, weißt du? Und du bist 18 Jahre alt, 18 Jahre junger Spieler, was willst du machen?
Ja, so war das dann, okay. Europameisterschaft ist vorbei. Ich fliege wieder nach Hause und... Einfach kein Verein. Einfach kein Verein. Ich war 2 Jahre lang nicht zu Hause. Ich war nicht zu Hause, 2 Jahre lang. Ja. Kommst wieder nach Hause, deine alten Kollegen... Du bist aber Bro, das muss doch mental, wenn du einmal diese Struktur drin bist, ich kenne das ja selber, ne? Das muss mental für dich unnormal die Challenge gewesen sein, oder? Du musst dir vorstellen, einen Tag davor spielst du gegen Portugal, Das sind 20.000 Zuschauer, Unnormal der Hype, nach dem Spiel, jeder möchte mit dir ein Bild machen, will dein Trikot haben und am nächsten Tag fliegst du nach Hause und fährst nach Neuwied. Ja. So ganz normal, also da kam ich überhaupt nicht drauf klar. So, und dann kommst du nach Hause, ich war 2 Jahre lang nicht da, hast mit deinen alten Freunden nicht viel Kontakt gehabt, kommst nach Hause und dann sagst du so, wie fange ich jetzt wieder an Fußball zu spielen? Ich muss auch irgendwie weitermachen. Was sind so deine nächsten Ziele jetzt? Ja, meine Ziele sind auf jeden Fall, ich will 100% Fußballprofi, ich will auf jeden Fall hoch und auf jeden Fall erstmal richtig Fuß fassen, wieder richtig ins Fußballgeschäft, richtig reinkommen und einfach zu zeigen, was ich drauf habe. So. Okay, Bro, dann ich würde auf jeden Fall sagen, lass uns umziehen in der Kabine. Kurbi. Oh, ey. Leute, es ist so kalt. Es ist gefühlt minus 40 Grad hier. So, hier also deine neue Heimatstätte, ja? Rot-Weiß Koblenz. Oh, Bro. Wie viele Zuschauer sind hier so? Gut, jetzt Corona, aber normalerweise sonst? Ja, also auf jeden Fall passen hier 10.000 rein. Ja. So, jetzt wegen Corona auf jeden Fall sind schon 500 bis 1.000 so immer da. Okay. Auf jeden Fall. Und also ansonsten, wenn nicht Corona ist, wie viele sind dann? Dann sind schon ein bisschen mehr Leute da. Okay. Aber ja, durch die Lage hier gerade schwer. Ah, Corona. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja, Bro, sieht auf jeden Fall nice aus. So, Kurbi, sind wir fast bei deiner Kabine angekommen. Erstmal hier, glaube ich, die Kästchen, ne? Das ist meine Schließfache hier. Das sind immer die Klamotten. Spannend. Chillen. Brauchen wir gleich Training. Nice. Krieg ich auch noch ein paar Klamotten, oder? Du kannst meine anziehen. Echt? Mit 17, ja. Hast du aber. Ich hab welche an. Achso, easy. Nice, nice. Oh, meine anziehen wieder. Oh. Du musst die Nummer 10 ein. Ja, Kurbi, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos angelangt. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant von dir zu erfahren, ja, was für Dinge du erlebt hast, was für Strapazen du hattest und wie du dich aber weiter hochgekämpft hast. Ich hoffe wirklich nur das Beste für dich und dass du so schnell wie möglich im besten Fall irgendwo in der Bundesliga-Mannschaft spielst oder sonst irgendwo in der ersten Liga. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen an die Zuschauer oder an junge Kicker da draußen? Ja, auf jeden Fall möchte ich mich bei dir bedanken. Das war eine Sache, was mir 2 Jahre lang auf dem Herzen liegt. Heute konnte ich alles erzählen, was mir auf dem Herzen lag und für alle Fußballer, für alle jungen Spieler, lasst uns einfach an unsere Träume glauben. Egal wer was sagt, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, scheißt auf alle anderen Leute, zieh du dein Ding da draußen durch und hol dir das, was dir zusteht. Ja Mann, auf jeden Fall hätte ich besser nicht sagen können. Ich würde sagen, Mente, checkt Kurbi ab und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf einmal.